Ja, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein echter Opernkenner. Also so heißen, ich gehe mit Leuten in die Oper, die ich kenne. Wenn Stars und Promis in die Oper gehen, dann findet meist eine ganz besondere Veranstaltung statt. So wie heute hier beim Bühnendinner 2019 Jahrmarkt der Träume, mit dem die Bayerische Staatsoper in die neue Saison startet. Feuerspucker, Jongleure und Akrobaten sorgen neben klassischer Musik für das passende Ambiente. Ja, das ist unser sogenanntes Bühnendinner. Jedes Jahr im September eröffnet die Bayerische Staatsoper mit diesem Bühnendinner die Saison. Ab morgen geht's los mit der großen Kunst, mit der Oper. Morgen spielen wir Othello. Heute wird auf der Bühne der Bayerischen Staatsoper diniert. Wenn die Oper ein Fest feiert, dann machen wir das natürlich mit der Kunst und dann machen wir das natürlich mit Musik und mit Gesang. Und das hat nicht ursächlich jetzt was mit dem Programm zu tun, aber es hat was mit den Künstlern zu tun. Und die sind das Wichtigste in einem Opernhaus. Und daher bedanken sich die Künstler sozusagen im Voraus beim Publikum für die ganze Saison, die jetzt kommen wird. Es ist ein Dinner zugunsten des Kinder- und Jugendprogramms Campus. In diesem Programm werden Kinder für die Welt des Theaters, der Oper, des Balletts und des Orchesters begeistert. Also Vorhang auf, Scheinwerfer an für einen außergewöhnlichen Abend in der Bayerischen Staatsoper, die selbst die verwöhntesten der Münchner Schickeria noch staunen lässt. Dort, wo normalerweise die Künstler singen, dinieren heute mehr als 500 Gäste und natürlich viele unserer Promis. Wunderschöne Location, ist wirklich beeindruckend. Vor allem hier hinter der Bühne zu stehen. Hier sieht man auch die Wahnsinnstechnologie, die dahinter steckt. Das ist eben was ganz Besonderes. Ich bin also seit vielen Jahren immer beim Bühnendinner, weil ich finde es einfach besonders, eben auf der Bühne zu sein und dann in diesen wunderschönen Zuschauerraum zu gucken. Natürlich ist immer sozusagen die Oper umgekehrt, ja, mit den kleinen Darbietungen. Das ist einfach sehr, sehr schön und es ist ja auch alles ein bisschen für einen guten Zweck. Ein bisschen ist wohl etwas untertrieben, denn dieses Jahr werden hier über 300.000 Euro an Spenden und Sponsorengeldern generiert. Kein Wunder bei so vielen Höhepunkten wie Auftritte von Solisten des Bayerischen Staatsballetts und Darbietungen von vielen Künstlerinnen und Künstlern des Opernstudios. Das ist immer eine schöne Mischung aus Opernstars, jungen Stimmen, die in unserem Opernstudio sozusagen ihr Stipendium hier in München beginnen, Akrobatik, unser Bayerisches Staatsorchester spielt einerseits aus dem Opernrepertoire, auf der anderen Seite auch Musicals. Die Münchner Opernbühne ist eine der größten der Welt, imposant und majestätisch in der Anmutung. Für unsere Promis ist es heute ein Augen- und Ohrenschmaus. Ja, sehr charmant und sehr schön, sehr elegant und man fühlt sich geehrt, hier heute Abend zu sein mit diesem Publikum, mit diesen Menschen aus München, die die Oper verehren. Also ich muss sagen, mir gefällt ihr Ballett sehr gut und wenn man so hautnah dran sitzt und wirklich diese ganzen Tänzer aus nächster Nähe erlebt, das ist schon einmalig. Abgesehen davon, das Publikum heute Abend ist großartig. Die Menschen in diesem Haus sind absolut wunderbar, seit dem Tag, an dem ich hier angekommen bin. Und das macht das Haus aus. Man muss auch da sein und das erleben und das fühlen und zu merken, das ist wirklich etwas Besonderes. Und auch noch da so nah zu sein, es ist wirklich, ich hatte wirklich die Tränen im Augen. Es sind emotionale Augenblicke, die Musik und Oper einem vermitteln können. Doch wie oft gibt sich die High Society diesen kulturellen Hochgenuss? Hier in München war ich noch nie, aber ich sage nie Nein vor neue Erfahrungen, neue Dinge. Ich liebe die Oper und ich finde, alle müssten ständig in die Oper gehen, dann würde es uns ständig gut gehen. Ich komme gerne, ich genieße es. Und es bringt mir Ruhe, es zerreißt mir das Herz, die Musik, es macht mich glücklich, die Musik. Ja, aber das ist erst eine Errungenschaft meiner jetzt schon fortgeschrittenen Jahre. Ich habe mal als Kind mir eine Tristan und Isolde Aufführung anschauen müssen, da war ich 11 oder 12. Und das hat mir für die nächsten Jahrzehnte die Oper ein bisschen vermiest. Die Möglichkeiten, dass man mal 4 Stunden stillsitzt und auch auf den harten Bänken in Bayreuth so eine Oper genießen kann, ich glaube, da muss man ein gewisses Alter haben und das habe ich jetzt.
Selten sieht man so viele elegant gekleidete Damen in großen Roben und Herren im feinen Smoking wie hier beim Bühnendinner. Wer in die Oper geht, für den gilt natürlich, sich angemessen zu kleiden. Denn zu einem besonderen Erlebnis gehört natürlich auch besondere Garderobe. Ja, es ist ein hoffentlich schönes Kleid, ja, mit Pailletten halt und auch so ein bisschen meine Farben, die ich gerne habe, also ein bisschen Naturton und dann mit diesem etwas, sage ich, wie ein schönes Meer, ein Wasser. Ich habe mir heute ein schönes Kleid von der Irene Luft ausgeliehen. Ich finde das ganz toll, dass ich mir Kleider ausleihen darf für den Event. Ich war jetzt letzte Woche in London. Und ich bin auch dort in die Oper gegangen und ins Musical und ich war ein bisschen pikiert, dass die Leute teilweise mit Jogginganzug und mit T-Shirt in so einer wunderschönen Location gehen. Und es ist eine Degradierung der Künstler. Ich muss den ganzen München halt wirklich ein Kompliment machen. Es ist unfassbar, wie jeder fesch anzogen ist und sich wirklich an den Dresscode hält. Also ich muss sagen, wirklich sehr, 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 sehr gut. Und eins muss man sagen, siehst du, die Leute sagen immer, ah, die Weiß-TV, da geht es nur um Mode, nix. Wir haben Hochkultur, wir sind natürlich auch in der Oper in München vertreten.